Samstag, 24. Oktober 2020, siebter Spieltag, dritte Liga. Hansa Rostock schlägt Viktoria Köln 5:1. Das Ganze bejubelt von 7.500 Zuschauern. Vier Tage und viele Covid-Fälle später dann Bund-Länder-Beschluss. Punkt 6, Profisportveranstaltungen können nur ohne Zuschauer stattfinden. So, und heute keine Mondlandung, aber nach Meinung vieler Beteiligter ein großer Schritt für den Sport. Guten Abend, herzlich willkommen zum Fußball. 12 Spiele aus 3 Ligen, das ist unser Programm heute. Und mit Rostock gegen Halle tatsächlich das erste Profifußballspiel wieder vor Zuschauern. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat die vergleichsweise geringen Corona-Werte ausgewertet und grünes Licht gegeben für diese Veranstaltung. Es dürfen heute 777 Fans ins Ostseestadion. Das Ganze ist ein Pilotprojekt und natürlich wurde das groß beäugt heute von vielen, vielen Menschen aus vielen, vielen Branchen. Große Hinweise natürlich vorm Ostseestadion, Hinweistafeln. Es wurde sich überall amtlich registriert. Es durften an 3 Schnellteststationen auch nur Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber rein, nur Rostocker insgesamt. Und natürlich wurden die Maskenregeln und Abstandsregeln auch eingehalten. So, vorbildlich oder fahrlässig im Ergebnis auf jeden Fall ein Wiedereintritt in die Branche. Alexander Kurbs, und jetzt ist die Frage, wie viele haben denn tatsächlich Gebrauch davon gemacht heute? Ja, die offizielle Zuschauerzahl, die lautet 702. Das ist sicherlich eine erste Erkenntnis aus diesem Pilotprojekt. 75 sind demnach zu Hause geblieben, aber die, die da sind, die treten sich definitiv nicht auf die Füße. Nord- und Westtribüne sind offen, viel Abstand, viel Luft zwischen den Fans und ein Hauch von richtiger Fußballatmosphäre. Die Rückkehr der Zuschauer ist das eine, die Rückkehr in die zweite Liga der andere große Plan von Hansa und Trainer Hertel. Rein ins Spiel, 7. Minute, das ist Pascal Breyer. Und er findet den Kopf von seinem Sturmpartner, von John Verhoek. 1-0, das ging schnell, die Führung für Hansa Rostock. Verhoek am Montag beim 3:0-Sieg gegen Türgücü verletzt nicht dabei. Heute von Beginn an hellwach. Das 9. Saisontor des Niederländers, er ja der Top-Torschütze der Rostocker Kogge. Und so sieht übrigens ein Torjubel nach fast 5 Monaten Stadionabstinenz aus. Lange nicht so laut gewesen hier. Für die Gäste aus Halle war es bereits das 11. Gegentor in der Anfangsviertelstunde, sind jetzt aber besser drin. Kuddelmuddel vor dem Rostocker Gehäuse. Aber sie hören den Pfiff, Abseitsposition von Eberwein, Entwarnung also für Hansa-Keeper Kolke. 1:0, die Halbzeitführung für Rostock hier im Ostseestadion, läuft übrigens nicht die einzige Testphase zur Rückkehr des Publikums. In der Berliner Philharmonie findet heute Abend ein Konzert mit 1.000 Zuschauern statt. Wenn Rostock in dieser Saison in Führung lag, dann hat der Club immer gewonnen. Aber der Start in die zweite Hälfte gehört dem HFC. Der Ball kommt zu Niedfeld. Beste Chance für die Gäste, 47. Minute. Beuths Flanke auf Eberwein, dann Niedfeld. Aber der Hallenser Kapitän, der scheitert am Rostocker Kapitän Kolke. Hansa hat alle 5 Heimspiele nach der Winterpause gewonnen. 58. Minute, Breyer, technisch wirklich klasse. Und zwar gleich von 2 Rostockern, der Ex-Hallenser Bentley Baxter Bahn mit dem Auge für Breyer. Super Mitnahme, fast das 2:0. Auf der anderen Seite, Ecke der Gäste, Papadopoulos, guter Versuch. Weniger gut die aktuelle Bilanz der Hallenser, nur ein Erfolg in den letzten 8 Partien. Der Vorsprung auf die Abstiegszone, der schrumpft immer mehr. Aber das muss man ihnen lassen. Heute wehren sie sich. Und ein 19-Jähriger, der geht voran. Lawrence Dehl, 70. Minute, bringt Kolke in Schwierigkeiten. Zwar eher unfreiwillig, die gute alte Bogenlampe. Aber mittlerweile geht's hier hin und her. Ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Rostock wieder am Drücker. Das ist Breyer auf Roter. Gute Möglichkeit für den 24-jährigen defensiven Mittelfeldspieler. Halle kassiert ja ligaweit die zweitmeisten Gegentore, hat hier Glück. Und Hansa macht weiter Druck. Ecke Bahn, Sonnenberg,
scheitert aus kurzer Distanz an Müller. Es ist die letzte Chance an einem wirklich besonderen Tag. Kurz darauf ist Schluss. Rostock feiert den 6. Heimspielsieg in Folge und natürlich gleichermaßen die Rückkehr der Fans. Ja, es ist ein geiles Gefühl natürlich, dass wir am 1. gewonnen haben und zweitens, dass die Fans wieder da sind. Das war das erste Mal heute und das hat für uns gefreut, aber auch für die Fans, die da waren. Es ist natürlich geil, dass du mit dem Sieg abschließt. Wenn dann die Hymne gespielt wird und die singen dann alle mit, dann ist das was anderes, als wenn du sonst hier reingehst und singt gar niemand mit. Und also wie gesagt, wir haben es genossen heute und ich denke, wir haben den Fans auch was zurückgegeben, indem wir dieses Spiel eben auch für sie gewonnen haben. Erkenntnis 1. Organisatorisch hat das Öffnungskonzept nach ersten Analysen gut funktioniert. Erkenntnis 2. Rostock mischt weiter kräftig mit im Kampf um den Aufstieg. Absolut. Erkenntnis 3. Es könnte der große Traum wahr werden nach 9 Jahren Abstinenz quasi mit der zweiten Liga. Und natürlich wird dieses Zuschauerprojekt intensiv ausgewertet werden. Nicht nur von Vertretern aus der Fußballbranche. Das ist ja völlig klar. Zweites Spiel heute. Das ist Ingolstadt gegen Waldhof Mannheim.